Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal, heute aus dem Dinosaurierpark bei Denkendorf in der Nähe von Eichstätt. Und ich stehe schon direkt unter einem Tyrannosaurus Rex, der mich hoffentlich nie reich ist. In Ordnung, das schaut eigentlich ganz gut aus, freundlich, nett und mit einer großen Auswahl. Selbstbedienung passt alles, aber sie haben leider keinen koffeinfreien Kaffee. Das ist schon mal. Emily, du herkommst. Felix, schau her. Felix. Hallo. So, hier haben wir einen Ammoniten vor uns, allerdings Gott sei Dank nur als Modell, denn wenn der echt wäre, dann würde er mich mit seinen Fangarmen ja richtig verschlingen. Aber es ist ganz nett gemacht. Sieht man schön den Papageienschnabel. Da haben wir schon eine Szene aus Jurassic Park, wo ein Dinosaurier einen ganzen weißen Hai verschlingt. Quasi aus dem Nachmittagshappen. Ja, und hier haben wir ein weiteres freundliches Exemplar aus der Gattung Dinosaurier. Klingt leicht hohl, ist auch hohl und das ist auch gut so. Hier ist das Gefangenenlager von Guantanamo Bay. Da werden die Insassen dazu verdonnert, den Steinhaufen abzutragen und klein zu klopfen. Und wenn alles weg ist, dann dürfen sie es von einem Haufen auf den Arm wieder schütten. Da sind sie beschäftigt, die kleinen Sträflinge. Hälfte der Wegstrecke haben wir hier noch mal so einen Kinderspielplatz und eine Bar, die da drüben ist. Und da hinten steht noch ein, was für ein Viech ist das nochmal? Kein Allosaurus, kein Stegosaurus, ein Spinosaurus. Und den schauen wir gleich nochmal an.
findet sich ein Flugsaurier. Der Kopf eben mehrmals ansetzen kann, um vielleicht ins Genick zu beißen und sowas. Ja, also eine Haltewaffe für die Beute ist das unbedingt. Und die Füße, ja, wie wir es vorhin schon erklärt haben, das ist derselbe Bau, der einfach bewährt ist. Ja, was ist das? Der hat sich ein weiter. Das ist ein komisches Schlafbeutel. Das Video war eine lehrreiche Erfahrung hier in dem Dino-Park in Denkendorf in der Nähe von Ingolstadt. Ich kann es jedem nur empfehlen, das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte hier. Man braucht mindestens 2 Stunden, um alles in Ruhe gesehen zu haben. Und es ist wirklich eine klare Empfehlung für Familienausflüge, für Interessierte, die schon mal die Dinosaurier von nächster Nähe gesehen haben wollten. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ja.